Wir nehmen erstmal nicht das Wort Trauma, weil das eine Definition in unserem psychologischen und Gesundheitssystem hat, was auf was ganz Bestimmtes hinweist. Wir sagen erstmal Urerlebnis. Und mit Urerlebnis meinen wir erstes oder sehr wichtiges, einschneidendes Erlebnis, was diese Grundüberzeugung von ich kann was und ich bin wer geändert hat in ich kann vielleicht doch nicht so viel oder nix und ich bin vielleicht doch nicht so viel oder wer schlecht ist. Und dann braucht es, ja genau, dieses Erlebnis hat einen dazu veranlasst, im Moment des Entsetzens, also der bitteren Erkenntnis, oh Gott, das ist so und so, hat einen dazu veranlasst, unglaublich viel Konzentration, mentale Energie zu produzieren. Das hört sich aufregend an, aber ist es gar nicht. Du kennst bestimmt, wenn jemand einen Schneeball nach dir wirft und du machst so, dann machst du mit den Armen eine Bewegung, auch wenn du weißt, der Schneeball trifft dich, aber du machst auch mental-energetisch ein Nein. Du packst quasi einen mental-energetischen Airbag zu, ich will das nicht hin. Und in diesem mental-energetischen Airbag ist sozusagen festgebacken, sagen wir mal, diese Situation. Mhm. Ja, das ist, weil man ja ganz, ganz, ganz stark mentale Kraft aufwendet, um ein Geschehenes, was aber bereits eintritt, von sich abzuwenden. Und dieser Stauung... Kann man sagen, der ist in meinem geistigen Raum irgendwo gespeichert. Das kommt so ein bisschen darauf an, da würde ich, glaube ich, später noch mehr eingehen. Im Endeffekt hast du es verfügbar. Ob das Ding sozusagen an oder aus ist, hängt damit zusammen, ob es einen Auslöser gibt oder nicht. Ja, wenn es keinen Auslöser gibt, kann das Ding auch schlafen, weg sein, im Potenzial sein. Aber wenn es einen Auslöser gibt, dann kommt es halt und stülpt dir die Wahrnehmung, die Emotionen, die körperlichen Somatiken, aber auch die Überzeugungen, Ängste, Ziele und Pläne, Wahrnehmungsformen, Bildinhalte, Geräusche auch, des damaligen Erlebnisses ins Hier und Jetzt. Also du fühlst zusätzlich und nimmst wahr und sonst was zu der Situation, wie sie jetzt ist, auch noch die Inhalte des Staus auf und dadurch, weil du ja sozusagen nicht netto die Situation wahrnimmst, sondern durch eine Brille oder so, dadurch handelst du in der Situation nicht voll situationsangemessen, sondern du reagierst situationsunangemessen, vielleicht übertrieben, vielleicht zu wenig, weil du ja auf das Gesamtpaket dessen, was du wahrnimmst, reagierst und nicht auf das, was sozusagen eigentlich los ist. Und jetzt im Falle der Geschichte könnte es sein, jemand lernt lesen, böser Lehrer stellt einen bloß, wenn man beim Vorlesen der Klasse stottert zum Beispiel. Oder man stottert überhaupt nur deswegen, weil der Lehrer immer so streng ist, dass man so aufgeregt ist. Dann ist es doppelt unfair, weil man ja sogar gar nicht gestottert hätte und so, bla bla bla. Und das steckt einem, wie man so schön sagt, in den Knochen. Es ging einem unter die Haut. Das fuhr einem durch Mark und Bein. Ja, das blieb haften. Und dann liest man ein Kinderbuch für seinen eigenen Enkel. Und weil Kinderbücher ja oft Klassiker sind, greift man zu dieser oder jenen Gute-Nacht-Geschichte und stellt fest, oh, das war genau das Märchen. Und dann wird einem durch diesen realen Auslöser die Situation überlagert von dem, was früher war. Manche Auslöser sind identisch, immer bei Buch XY. Andere Auslöser sind dann überhaupt bei Büchern, überhaupt bei allem, was Schriftform hat, überhaupt Sachen aus mir ausdrucken zu müssen. Das kommt dann natürlich darauf an, wie groß die Überwältigung war und wie viel Negatives seitdem in Bezug auf dieses Thema geschehen ist, was das erweitert. Du lebst dein Leben nicht richtig, wenn du immer nur auf andere hörst. Wer bin ich und lebe ich nach meinen Möglichkeiten oder lebe ich falsch? Aber es kommt darauf an, dass ich die richtige Frage stelle. Was ist denn das, was wirklich Sinn macht? Und der Mensch kommt als energiegenerierendes Wesen auf die Welt. Wir sind Energie und wir sind Informationsverarbeitung. Die Leute sind nicht so unbegrenzt, wie sie sein könnten. Es ist wie ein Flächenbrand, den wir wieder entfachen. Und dann hat sich für mich auch eine komplette Gedankenwelt geöffnet. Eigentlich ist die Verbundenheit, die wir zu anderen zulassen können, die Verbundenheit zu uns selbst untrennbar. Es geht im Wesentlichen darum, dass man den Mut findet, sich selber immer besser zu verstehen. Ich glaube, das ist die Aufgabe.